Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Montag, Mittag und ich starte mit Wäsche, womit denn auch sonst. Meine Jungs sind heute zu Hause geblieben, beide sind krank. Christian schon das ganze Wochenende ziemlich dolle mit Fieber und sonst was, der war auch schon beim Arzt. Ja, die sind oben, die sind mir heute keine große Hilfe, also fast alles mache ich heute alleine. Ich habe vorhin die Waschmaschine angeschmissen und das, was ich fürs Abendessen brauche, aus dem Gefrierschrank zum Auftauen rausgeholt. Und jetzt bin ich oben und ziehe einmal unsere Bettwäsche ab. Ist mal wieder dran, Wäsche zu wechseln. Ja, ich mache das immer so in 10 bis 14 Tage Takt. Jo, keine Ahnung. Ist das normal oder ist das zu viel, zu wenig? Würde mich interessieren, wie oft ihr eure Bettwäsche wechselt. Im Sommer kann es gut sein, dass ich auch fast jede Woche die Wäsche wechsle, je nachdem. Aber im Winter ist es dann ein bisschen weniger. Ja, jetzt lasse ich das Bett aber erstmal so stehen und verräume meine Wäsche, die ich die letzte Woche und auch davor gewaschen, zusammengelegt und nach oben gebracht habe, aber eben nicht in die Schränke reingeräumt. Jetzt ist die Wäsche verräumt und ihr habt gesehen, da unten auf dem Fußboden liegt ein Haufen Hosen. Ich habe letztens eine bestimmte Hose gesucht, außerdem vermisst Easy auch eine Hose, habe ich dann auch nachgeguckt. Und deswegen auch alles rausgeschmissen aus der einen Schranktür, wo eben bei mir die Hosen drin liegen. Aber noch nicht wieder zurückgeräumt, weil ich die einmal durchsortieren wollte, auch eben gucken, was noch passt, was weg kann, was eben nicht mehr, ja, getragen wird. Genau, und genau das mache ich jetzt. Ich sortiere meine Hosen nach Stapeln, einmal kurze Sachen eben für den Sommer. Die kommen jetzt dann ein bisschen weiter hinten rein. Dann die Haushosen, dann ein Stapel sind sowas wie Jeans, die Hosen, die ich halt irgendwo hin, wenn ich unterwegs bin, anziehe. Und ein Stapel ist dann Halara und auch andere Leggings. Genau, Isabels Hose habe ich leider nicht gefunden. Die muss irgendwo bei ihr sein oder die hat sie aussortiert und aus Versehen in den Sack mit den Klamotten, die auf dem Dachboden jetzt liegen, reingepackt. Das muss sie dann jetzt selber suchen. Ich bin gerade mit meinen Hosen beschäftigt. Einiges habe ich tatsächlich ganz weg sortiert und einen Stapel habe ich noch gelassen mit den Hosen, die mir gerade nicht ganz so passen. Also die passen schon, aber die kneifen ein bisschen oder ja, sind nicht ganz so bequem. Also ich habe im Schrank Klamotten für, ich glaube, 3 Größen fast schon. Sachen, in die ich nicht passe, aber eben demnächst vielleicht wieder reinpassen will. Und dann eben 2 Größen, die mir jetzt passen, weil die eben unterschiedlich ausfallen. Ne? Manche Hosen sind 46 und passen und manche eben, ja, nicht ganz. Und dann muss ich auch schon lossprinten. Ich habe Termin. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran. Ja, ich habe euch vorhin ein bisschen mitgenommen, ich habe hier und da was aufgeräumt und so. Und dann musste ich auch schon los zu meinem Physiothermin in Dallenburg, ne? Kieferphysio. Ich wurde gefragt, was da jetzt gemacht wird, ob das schlimm ist oder nicht. Es ist absolut nicht schlimm. Vor allem hier oben am Kiefer und so sind die Therapeuten immer sehr sanft. Und was wird denn da gemacht? Einfach nur hier ein bisschen einmal so diese manuelle Therapie, ne? So Druck. Dann macht er ein bisschen so am Kopf so ganz leicht ziehen, alles im Liegen. Und dann bei mir macht er dann, zieht er dann Handschuhe an und geht von innen sozusagen, ne, in den Mund rein mit den Daumen und macht entweder, ja, abwechselnd drücken und ziehen ein paar Mal und dann knetet er mir ein bisschen noch im Sitzen den Nacken durch, weil das ja alles hier zusammen verbunden ist. Absolut nicht schlimm. Vorher habe ich immer, liege ich da fast eine halbe Stunde in der Wärme, also Fango-Packung. Ja, ist eine, ja, ich sag mal, ziemlich angenehme Prozedur alles. Also wer Angst hat davor,
braucht ihr gar nicht Angst zu haben. Es ist nichts irgendwie so Schlimmes oder dolle Schmerzhaftes. Ja, danach war ich bei der Apotheke. Gerade ist bei mir Lazarett hoch, keine Ahnung wie viel. Die Jungs sind beide heute schon zu Hause geblieben. Christian ging es das ganze Wochenende nicht gut. Der war auch nicht zu Pfadfindern und so weiter. War heute schon beim Arzt. Viral Infekt, also Grippe halt, ne? Ganz normal. Der ist jetzt krankgeschrieben für den Rest, ja, bis Mittwoch. Danach sind ne? Feiertag und freitags arbeiten die ja nicht, weil die 4-Tage-Woche haben. Also jetzt für 3 Tage ist er krankgeschrieben und Rafi hat das sich wohl auch geschnappt. Und ich habe deswegen 4 Stück gleich Rüsselspray mitgenommen für alle zusammen hier. Dirk hat wohl auch ein bisschen was davon abbekommen. Die Nacht, der hat gesägt wie sonst was. Also der schnarcht ja so schon ziemlich. Aber diese Nacht hat er richtig geschnarcht. Also ich dachte schon, ich stehe jetzt einfach auf und gehe runter. Aber dann bin ich doch irgendwann mal eingeschlafen. Auf jeden Fall, der schnieft auch ein bisschen. Deswegen habe ich auch für alle gleich eine große Packung 60er Glumetol Forte mitgenommen. Das hilft auch. Und dann habe ich hier nur noch ein paar Pröbchen von der netten Apothekerin. Alles, ne? 3 Stück, genau. Ja, hier so ein paar Pröbchen, was von Eucerin. Alles von Eucerin. Handcreme und Gesichtscreme und so weiter. Hat sie mir mitgegeben. Und dann war ich bei Norma. Hinten habe ich eine große Tasche mit Katzendosen, also Katzenfutterdosen, 16 Stück. Dann habe ich hier ein paar Brötchen in der Backabteilung mitgenommen. Und hier so ein paar Kleinigkeiten noch im Angebot. Also Montag neue Angebote, deswegen dachte ich, springe ich mal kurz rein. Ich war auch nur wirklich nur in der Schnur so schnell durchgeflitzt. Ein paar Fantas, 2 Stück Erdbeer-Kiwi habe ich mitgenommen. Die schmeckt sehr gut. Und einmal Mango-Drachenfrucht. Dann habe ich hier auch nochmal Trockenfutter, das gebe ich dann immer in diesen großen Container, den ich mal zum Testen als Kooperation mitbekommen, also zugeschickt bekommen habe. Der Container ist gut, schließt super und deswegen, ich fülle das dann gleich da um und dann ist da eine Schaufel und kann man dann den Katzen das geben. Dann habe ich hier nur noch diese Tücher, das sind so feuchte Allzwecktücher, antibakteriell Wildberry. Eine davon nehme ich mit nachher in die Klinik, ne, nächste Woche packe ich mir in den Koffer rein und die anderen 3 sind vor allem für die Kinder oben. Manchmal wollen die dann ganz schnell irgendwie, überkommt es die und die wollen Staubwischen oder sowas. Dann habe ich hier diese Messbecher mitgenommen. Total schön. Bei mir sind einige Messbecher schon so alt, dass man die Skala da gar nicht mehr sehen kann. Und diese hier gefallen mir, weil die einen Griff haben und eben schön Nase hier zum Ausgießen. Deswegen dachte ich mal, nehme ich mit. Diese Messbecher haben 2,49 beide zusammen gekostet. Also dann habe ich Eis mitgenommen, das ganz normale, ne, Schoko-Vanille. Dann habe ich hier Gurken, einfach Snackgurken, 1 Kilo. Ich habe keine mehr im Garten. Dann habe ich ein paar sehr, sehr grüne, wirklich noch grüner geht es nicht, glaube ich. Bananen, die lege ich rein, die werden dann auch irgendwann mal im Laufe der Zeit wieder auch gelb. Kaffeesahne werde ich auch in den Koffer mitnehmen. Dann einmal ein Eisbergsalat, also einen kleinen im Angebot. Dann was ganz Neues kenne ich nicht, deswegen dachte ich, probieren wir mal. War auch im Angebot auf den Tischen. Von Lino Lada. Cremes, also Brotaufstrich. Hier einmal Gold steht drauf, also Haselnusscreme so. Dann Milchcreme mit Haselnüssen. Und Duo. Das heißt, die und die zusammen.
war im Angebot. Ich dachte, das nehme ich mit. Dann habe ich hier Nussfüllung. Muss man nur mit Milch anrühren und dann kann man backen. Einmal Zitronensaft. Für die kleinen Kerle da draußen. 3 Stück. Nur 3. Solche Snackkissen. Dachte ich mir, zwischendurch setzen wir uns mal da immer hin und dann kann man die füttern. Solche Kekse. Dann habe ich hier 2-mal backfeste Puddingcreme. Ich habe letztes Jahr was aufgebraucht. Und 1-mal ohne Kochen Vanillesoße. Ist auch immer gut. 1-mal Creme zum Kochen 7%. 1-mal solche Müsliriegel. Dunkle Schokolade. Und dann habe ich noch Knoblauchbrot. 2-mal Klassik. Und 1-mal Jalapeno. Für die Kinder mal so zwischendurch im Mini-Backofen geht super. Und die lege ich auch gleich dann, vielleicht heute oder morgen, auf Tischchen im Wohnzimmer. 1-mal so eine Mitteldecke und 1-mal so ein Läufer. Läufer ist für den großen Tisch und Mitteldecke für den kleinen Couchtisch. So in herbstlichen Motiven fand ich einfach schön. Passt ganz gut. Ja, das ist auch alles. Wie gesagt, hinten habe ich noch nur noch Katzenfutterdosen. Das fressen die sehr gerne. Ja, das ist so ein Mini-Einkauf von Norma. Genau. So großartig Wocheneinkauf muss ich wahrscheinlich diese Woche gar nicht machen. Mal gucken. Ja, und jetzt werde ich das ganz schnell verräumen. Und dann habe ich eine Waschmaschine, die ist fertig. Da werde ich gleich aber Rafi runterrufen, dass er die aufhängt, weil das seine Wäsche ist. Und werde aber gleich noch eine anschmeißen. Und dann muss ich ein bisschen was hier noch im Haushalt erledigen und auf jeden Fall Abendessen kochen. Ja, mit mir zusammen ist Isi auch nach Hause gekommen von der Schule. Und jetzt hilft sie mir ein bisschen, die Sachen zu verräumen, die ich gerade eingekauft habe. War ja nicht wirklich viel, was ich da jetzt mitgebracht habe. Aber zu zweit, beziehungsweise dann zu dritt, zu viert, geht das schneller. Dann wollten die Kinder auch eine kleine Zwischenmahlzeit haben. Also habe ich Wasserkocher aufgestellt und wir trinken gleich einfach Teechen. Vor allem Isi nach der Schule hat jetzt Hunger. Und ich habe noch ein paar Schokoschnecken, Puddingschnecken und auch Kuchen vom Wochenende da. Also haben wir gleich was zum Tee trinken. Und dann geht es auch schon weiter. Die eine Waschmaschinenladung habe ich rausgeholt, die Wäsche. Das war komplett nur Rafis Wäsche und die durfte er dann auch selber auf der Holzterrasse aufhängen. Jetzt hatte ich aber die Maschine schon ja, halb voll und ich hatte Platz, also habe ich Isi gefragt, ob die was zum Waschen hat. Also hat sie mir ihre Wäsche runtergebracht. Das macht mir überhaupt nichts aus, jetzt noch ihre Wäsche mitzuwaschen. Ja, ich brauche eh irgendwas, was dann eben Platz füllt und ich nicht die halbleere Maschine dann durchjagen muss. Und jetzt lege ich die neue gekauften Tischdeckchen aus, mache die sommerlichen weg. Und lege jetzt diese schönen, bunten Herbsttischdeckchen drauf, räume ein bisschen hier und da noch was auf. Und dann hole ich den Staubsauger und sauge einmal die ganze untere Etage durch. Das versuche ich auch jeden Tag einmal zu machen. Am Wochenende wurde das jetzt natürlich nicht gemacht, Sabbat sowieso nicht. Und am Sonntag war ich einfach fast den ganzen Tag ja nicht da. Und ja, die Family Isi war auch nicht da, die Jungs, vor allem Christian, waren krank und Papa musste sich regenerieren nach dem Pfadfindervormittag. Die hatten Lagerküche und bei so vielen Kindern, die haben glaube ich 40 Kinder oder so, mit denen sie das dann machen alles, war das ein bisschen anstrengend, also weiß nicht, was er gemacht hat. Außerdem musste er glaube ich Papierkram erledigen, ich war ja nicht da, keine Ahnung, was er gemacht hat. Auf jeden Fall hat das jetzt keiner erledigt. Also mache ich das jetzt. Dann stöpsel ich gleich den Staubsauger an, damit es aufladen kann. Bis zum nächsten Mal.
und hole die Kartoffeln fürs Abendessen. Ich werde heute Kartoffeln kochen und dazu dann eben ne, Soße und Fleisch. Ich erzähle euch gleich einfach genauer, was ich da jetzt vorhabe zu machen. Aber als erstes müssen natürlich die Kartoffeln geschält werden. Und genau das mache ich jetzt. In der Mikrowelle war das Fleisch drin, um zu Ende aufzutauen, weil komplett war das nicht aufgetaut in den paar Stunden. Ja, deswegen habe ich das in die Mikrowelle gestellt. Und jetzt schiele ich einfach einen Sack Kartoffeln, eine Zwiebel und eine Solo-Knoblauch. Und Knoblauch und Zwiebel, die werden dann mit ein bisschen Fett angebraten. Und dann hole ich noch den Spinat, den ich musste gestern ja zu meiner Schwester. Und die hat mich unterwegs angerufen und meinte, bringt mal ein bisschen das und dies von Lidl. Dann musste sie eben nicht einkaufen, da habe ich für sie ein bisschen was geholt. Auch so, was ich für die Kinder eben ein paar Mitbringsel gekauft habe. Da eine kleine Hose für Alinchen. Und was Süßes für Ryan und auch für Ryan und für mich was zum Tee habe ich dann gekauft. Und eben für uns habe ich einen großen Sack 500 Gramm Blattspinat gekauft. Und den wasche ich jetzt einmal durch, ein Teil. Ich brauche nicht alles. Und dann nehme ich euch einfach genauer mit beim Kochen, was ich mir da schon wieder ausgedacht habe. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier schon ein bisschen was im Haushalt erledigt. Ich muss noch oben weitermachen, also Bett fertig beziehen und so weiter. Aber bevor ich das mache, mache ich jetzt das Abendessen. Dirk hat sich vorhin gemeldet, es wird bei ihm heute später. Die müssen da irgendein Dach noch abplanen, wie er sagte, weil ja wohl regnen wird und so. Und jetzt für die Feiertage, damit da jetzt nicht Regen reinkommt und so weiter. Deswegen müssen sie das heute unbedingt noch zu Ende machen und deswegen kommt er später. Deswegen, schon wieder, deswegen habe ich gerade gesagt? Fünfmal? Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, es ist jetzt schon 6:30 und ich fange jetzt erst an mit dem Abendessen. Ist aber gar nicht dramatisch. Mit den Kindern habe ich vorhin noch Tee getrunken, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Also passt das eigentlich. Dirk hat bestimmt auch da am Haus, wo die arbeiten, eine Kleinigkeit bekommen. Bekommen sie eigentlich fast immer von den Bauherren da. Die ja, versorgt sie mit Kaffee und manchmal Kuchen oder Brötchen und so weiter. Also ich denke mal, verhungern wird hier keiner. Ja, und jetzt mache ich das Abendessen. Was gibt's denn heute? Es gibt heute, wahrscheinlich habt ihr das im Titel, ich denke mal, gesehen. Und ja, ich mache jetzt Putenröllchen mit Frischkäse und Spinat in einer Soße aus Sahne und Kräutern und so, ne? Ja. Spinat abgewaschen, Puttenfleisch, Puttenschnitzel aufgetaut. Und jetzt brate ich hier unten gerade. Ne? Jetzt brate ich hier unten
ein bisschen Zwiebel und Knoblauch. Ich mache das fast gar, also einmal richtig gut anbrutzeln. Und das kommt auch mit in die Füllung. Hier habe ich Kartoffeln, habe ich auch gerade schon angestellt. Dazu gibt es eben Kartoffeln. Eventuell Salat, den wird aber gleich dann easy schneiden. Ich muss noch eben, wenn das Ganze in Arbeit ist, nach oben und da weitermachen. So, jetzt habe ich das einmal kurz angebraten und lasse das hier erstmal so stehen und hole Frischkäse. So, ich habe jetzt hier Ziegenfrischkäse mit Rosmarin dazu geholt und wir machen die Röllchen. Ich zeige euch, wie ich das heute gedacht habe. Ich habe kein Rezept dafür. Es ist wieder alles komplett Freischnauze. Ne? Deswegen, nicht wundern. Ich denke mir das gerade alles aus. So, ein Stück Fleisch. Ah, jetzt komm. Ein Stück Puttenschnitzel, so ein langes, großes. Mit ein bisschen Salz und Pfeffer bestreuen, dann ganz leicht, also wirklich sanft abklopfen. Okay, das, was nicht so gut ist, was hier so Sehne ist, irgendwie, das schneide ich jetzt einfach mal weg. So. Auch von der anderen Seite dann ein bisschen mit Salz und Pfeffer und auch ein bisschen verprügeln. Nicht zu viel, sonst wird das Ganze ja löchrig. Dann Frischkäse. Aufmachen und auf das Fleisch streichen, also nicht zu viel, das ist wie so ein Klebematerial sozusagen, ein bisschen Frischkäse und dann Spinat, einfach so wie der ist, vielleicht mal den dicken Strunk unten hier abmachen. Und einfach Spinat drauflegen, so viel wie ihr mögt. Dann habe ich hier einen Löffel, gebe ich ein kleines bisschen was von den Zwiebeln und Knoblauch drauf. Auch so schön verteilen und einrollen. Das ist alles. Einfach nur jetzt einrollen. Ja, so ungefähr wird das dann aussehen. Ich gucke, wo ich meine Nadeln habe. Okay, ein paar Nadeln habe ich gefunden. Der Rest ist irgendwo anders. Irgendeiner hat mir die weggepackt. Ja, auf jeden Fall kann man das auch gut noch einmal strammer ziehen und mit diesen Rouladennadeln einmal festtackern, fertig. Und beiseite legen. Ja, und das mache ich jetzt mit allen, also die ich jetzt nehme. Ne? Also ich nehme nicht alle, da sind ein paar ganz kleine. Die passt, da passt nicht so gut was rauf, deswegen werde ich die dann so anbraten. Aber die größeren Stücke Fleisch, die mache ich jetzt alle so. Ja, und jetzt verklöppel ich einfach das ganze Fleisch, was ich da habe, und drehe eben diese Röllchen. An Frischkäse könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Oder ihr könnt die Dinger mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, Senf passt meiner Meinung nach nicht zu Spinat, aber jeder nur so, wie er mag. Ne? Also ich habe jetzt diesen Frischkäse genommen. Man kann auch Frischkäsekräuter nehmen oder irgendwas ganz anderes, das ist jedem selbst überlassen.
Ja, ein paar kleine Stückchen Fleisch habe ich da, die sind etwas zu schmal, um aus denen Röllchen zu drehen. Die schmeiße ich dann einfach so in die Pfanne. Und das, was ich da jetzt ein bisschen abschneide, hier und da, das bekommen dann die Raubtiere draußen. Die vier Katzen, die freuen sich immer über was Zusätzliches außer Katzenfutter. Und ab und zu kriegen sie halt irgendwas, ich meine, rohes Fleisch oder sowas. Ja, und dann mache ich einfach in die große Pfanne ein bisschen Fett rein. Lasse es heiß werden und brate die Röllchen von allen Seiten einmal gut an. So, ihr Lieben, die Rollen habe ich schon teilweise angebraten. Jetzt habe ich die paar kleine Stückchen Fleisch, die noch so übrig geblieben sind, auch in der Pfanne. Und das, was schon angebraten ist, habe ich rausgenommen, damit ich Platz habe. Und jetzt mache ich die Soße. Dazu nehme ich einfach zwei Stück von diesem Creme zum Kochen. Zwei Flaschen. Na, jetzt kommt. Spüle sie minimal mit Wasser aus. Gebe da ein bisschen Creme leicht Kräuter rein und ich nehme einfach gleich noch die restlichen Zwiebeln und Knoblauch, das was ich dann gebraten hatte. Ich habe nämlich vergessen, in einige Rouladen oder Rollen die reinzugeben. Also verwende ich die jetzt einfach in der Soße drin. Ist aber wirklich minimal, was noch übrig ist. Natürlich auch hier Salz und Pfeffer. Und dann diese Gartenkräutermischung aus dem Gefrierschrank. Einfach ein bisschen was davon. Alles gut verrühren und dann wandern einfach die Rollen wieder zurück. Ich habe sie ja nur rausgeholt, damit ich Platz habe zum Anbraten von den restlichen. Und mit der Soße übergießen. Ja, perfekt. Jetzt einfach nur den Deckel drauf, die Hitze runter und ein bisschen noch köcheln lassen. Da es ja Puttenfleisch ist, also Geflügel, geht es sowieso schnell.
Ich habe das alles gut angebraten. Das heißt, das ist eigentlich schon fast durch alles. Jetzt nur noch kurze Zeit, vielleicht Viertelstunde, wenn es hochkommt, denke ich mal. Köcheln lassen, zwischendurch natürlich nachgucken, dass nichts überläuft oder anbrennt. Und fertig. Wenn die Soße dann zu flüssig ist, kann man die Rouladen kurz rausholen und kurz rausholen und die Soße mit Soßenbinder, mit dem hellen andicken oder mit Speisestärke probieren, natürlich nachher eventuell noch ein bisschen irgendwas Kräuteriges, Salz, Pfeffer dazugeben. Aber ansonsten ist das eigentlich jetzt schon soweit fertig. Ich werde jetzt den Geschirrspüler einräumen, was ich gerade benutzt habe, die Wäsche oben, also das Bett beziehen und den Spinat, den restlichen wegräumen. Kann gut sein, dass ich morgen damit noch was mache. Mal sehen. Ja, und jetzt wird der Geschirrspüler bestückt und angeschmissen, weil ich da jetzt genug Geschirr zusammengekriegt habe, über den Tag verteilt. Und dann muss ich heute Abend halt noch einmal den ausräumen oder nachts irgendwann mal, weil das Essgeschirr dann reinkommt. Ja, und jetzt muss ich die Termine für diese und nächsten Wochen aktualisieren. Nicht alles ist im Kalender drin, weil wir ja die Seite umgedreht haben heute, ne, Oktober. Also trage ich die Termine alle ein, was ich demnächst habe, die Zetteln mit den Terminen eben, die direkt aus der Praxis oder so kommen, hänge ich einfach mal da an die Wand, einfach so in die Wand ran pinnen und so. Und dann muss ich aber nachher noch unbedingt die Termine alle ins Handy eintragen, weil ich ja keinen kleinen Taschenkalender gefunden habe, leider bis jetzt. Dann gucke ich nach, ob Post war. Die Post hat mir einen riesen Sack Sachen mitgebracht, die ich noch für eine Kooperation abdrehen muss. Die kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, aber sonst war nichts drin. Und dann musste auch natürlich nach dem Essen geguckt werden. Mal probiert, ob da jetzt genug Salz, Pfeffer drin ist, in der Soße ein bisschen noch abgeschmeckt. Und am Ende habe ich hellen Soßenbinder genommen, wie ich das vorhin auch gesagt habe, und die Soße ein bisschen angedickt. Ich mag es lieber, wenn die Soße etwas sämiger ist. Und ich gehe dann jetzt heute erstmal jetzt nicht nach oben, bleibe unten und decke lieber den Tisch, auch wenn mein Mann noch nicht da ist. Die Kinder haben Hunger und ich auch ein bisschen. Also essen wir gleich erstmal ohne ihn und er kommt dann ein bisschen später und kann dann auch essen. So, ihr Lieben, fertig ist das Abendessen. Ich schneide mal das Röhrchen auf, damit ihr sehen könnt, oder ich auch, wie es innen drin aussieht. Oh ja, das sieht sehr schön aus. Nur man kann sehr gut den Spinat sehen und alles. Also alles ist schön durch. Super lecker. Ja, und jetzt werde ich die Kinder rufen. Dirk ist immer noch nicht da. Werde ich aber schon mal die Kinder abfüttern. Und dann muss ich unbedingt noch oben das Bett beziehen. Ich bin vorhin unten geblieben, habe jetzt das Bett nicht gemacht, noch nicht. Muss ich gleich noch schnell machen. Und danach sehen wir uns im Arbeitszimmer wieder. Aber auf jeden Fall erstmal die Kinder mit dem Abendessen versorgen. Ja, während wir gegessen haben, hat sich die zweite Waschmaschinenladung zu Ende gedreht. Also die Maschine hat sich gemeldet, dass die Wäsche fertig ist, also hänge ich die Wäsche jetzt schnell auf und anschließend gehe ich nach oben und beziehe unser Bett frisch und stelle mir den Wecker für morgen an. Ich habe zwar einen Wecker in meiner Armbanduhr, aber sicher ist sicher, ne? Doppelt hält besser. Deswegen stelle ich auch immer meinen anderen Wecker neben dem Bett, damit ich auch wirklich nichts verschlafe,
Ja, und dann sehen wir uns gleich einfach im Arbeitszimmer wieder. So, ihr Lieben, wir haben jetzt 8:30 und ich bin mit der Hausarbeit ja, für heute fertig. Natürlich überhaupt nicht alles geschafft, was ich eigentlich hätte schaffen wollen, aber ich konnte heute Vormittag nicht viel machen, weil ja, ich bin aufgewacht wieder mit solchen starken Schmerzen in der rechten Kopfhälfte, hier Kiefer und alles. So dass ich erstmal Tabletten genommen habe und dann abwarten musste, dass die Tabletten wirken. Ich sag bewusst Tabletten, denn bei mir bringt eine 400er Ibuprofen natürlich rein gar nichts. Da muss ich dann immer zwei davon nehmen. Habe ich dann auch gemacht und bin erstmal eine Zeit lang wieder liegen geblieben, bis die Tabletten gewirkt haben und ich dann aufgestanden bin und dann mit, ja, in Ruhe, sage ich mal, ohne mich zu hetzen oder so, in den Tag gestartet habe. Ja, geschlafen habe ich auch nicht so gut, deswegen war heute wieder nicht so viel möglich wie an guten Tagen, sage ich mal. Ne? Also, wenn es mir besser geht, dann schaffe ich auch deutlich mehr. Morgen wird sehr interessanter Tag. Ich habe erstmal um 9.20 Uhr Termin in Uelzen. Da sind 25 in eine Richtung, ne, Kilometer. Dann um 11 Uhr den nächsten, meinen ja, festen Physiotermin für den Rücken, den ich schon seit, ich glaube, mindestens 3 Jahren habe. Und dann um 14 Uhr andere Richtung. Dahlenburg Zahnarzt. Und da werden wir sehen, ob die Zahnärztin, also Silvia, mir die Füllung austauscht oder wir es mal so lassen. Aber eigentlich tendiere ich selber auch dazu, die Füllung auszutauschen, obwohl sie noch vollkommen in Ordnung ist. Da ist auf dem Röntgen ja nichts zu sehen, weder ein Loch noch sonst irgendwas. Aber ich will dann, dass die mir, oder die hat es auch schon angesprochen, die alte Amalgamfüllung gegen, ja, eine, keine Ahnung, was man heutzutage benutzt, Porzellan? Ich weiß es nicht, also nicht auslachen, falls das jetzt falsch war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird, denke ich mal, die Füllung morgen ausgetauscht. Wie es mir danach geht, nach 3 Terminen innerhalb von, keine Ahnung, 4 Stunden, 5 Stunden, das weiß ich nicht, was ich morgen dann alles schaffe oder nicht schaffe. Auf jeden Fall aber ist der Tag morgen schon mit Terminen randvoll und ja, geht nicht anders. Der Radiologietermin ist nun mal diese Woche Dienstag und Donnerstag. Ja, und den Zahnarzttermin, den habe ich schon auch seit einigen Wochen. Da will ich jetzt nicht vor dem Feiertag irgendwas schieben, würde auch sowieso gar nicht gehen. Und ab nächste Woche Montag bin ich ja nicht da für 2 Wochen. Ja, in der Schmerzklinik. Das habe ich alles jetzt auch mit den Terminen hier schon geregelt. Das Rezept für Kieferphysio, diese CMD, ne, Behandlung,
Das wird jetzt abgebrochen und ich bekomme dann nach der Klinik, halt, wenn ich wieder da bin, ein neues Rezept, um die Therapie halt weiterzumachen. Genau. Ja. Ich habe vorhin schon Termine eingetragen. Wenn ich aus der Klinik wieder zurück bin, sind die Tage auch nicht viel besser, was Termine angeht. Wieder alles Mögliche dabei. Ja, werden wir sehen, was da jetzt noch kommt. Es ist keine Absage von der Klinik gekommen, also gehe ich jetzt mittlerweile fest davon aus, dass ich ab Montag nächste Woche für 2 Wochen dann von der Bildfläche tatsächlich verschwunden bin. Ich werde gucken, was ich vorgedreht kriege in den nächsten paar Tagen, die ich noch hier habe. Ja, wenn ich irgendwelche Videos vorproduziert habe, werde ich das dann in diesen 2 Wochen vielleicht mal hier und da ein Video hochladen. Aber wenn es nicht hinhaut, dann haut es nicht hin. Dann gibt es 2 Wochen halt nichts von mir. Aber dann habt ihr halt Irina Pause. Diejenigen, die alten Videos noch nicht kennen, können sich dann die alten Videos angucken. Genau. So sieht's aus. Gestern gab's, also heute Morgen gab's kein Video. Ich habe es ja so ein Bildchen und Textpost reingestellt, euch mitgeteilt, dass ich kein Video gemacht habe, weil ich mein kleines Alinchen betüdeln durfte. Auch Ryan, die Dirk und Rafi haben Ryan ja dann nach Hause gebracht. Da war ich schon da. Dann sind die weiter nach Hause gefahren und ich hatte dann die beiden Kinder. War total süß. Also Alinchen hat wohl diese Phase, die sie hatte, wo sie jeden, den sie nur angeguckt hat, angeschrien hat, ne, gleich wirklich ausgerastet, gekreischt und sonst was. Das macht sie jetzt nicht mehr. Ich durfte gestern mit ihr alles machen, also spielen und knuddeln und füttern und irgendwann mal auch Windel wechseln und solche Sachen. War total schön. Ja, war wirklich sehr schön. Ryan war auch da, hat mich dann ein bisschen unterstützt. Aber eigentlich war er fast die ganze Zeit irgendwo beschäftigt, hat irgendwas geguckt oder gedaddelt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hatte ich gestern mehrere Stunden das Vergnügen, ein 2-jähriges Mädchen wieder zu betütteln. Ja, ist nicht ohne, gewöhnungsbedürftig wieder, auch wenn man sehr, sehr große, lange Erfahrung schon hat, ne, mit 4 Kindern, die man großgezogen hat. Aber Rafi war vor 15 Jahren 2 Jahre alt, ne? So lange ist das schon her. Ja, war aber schön. Wir haben Wimmelbuch angeguckt. Wir haben Ich krieg dich gespielt, wo sie dann vor mir kreischend weggerannt ist und ich die dann geschnappt habe und geknuddelt und Bauch geknabbert und gekitzelt und solche Sachen habe. Ja, die hatte auch ihren Spaß. Das Haus ist zerlegt. Als Katharina weggefahren ist, hat Alinchen noch geschlafen. Da habe ich noch ein bisschen im Wohnzimmer die Spielsachen, die sie vorher ausgepackt hatte, die Kleine, ne, aufgeräumt, ein bisschen in der Küche aufgeräumt und so. Und als sie dann wach war, war alles noch schlimmer hinterher. Die hat alles Mögliche rausgeholt und mit allem gespielt. Und ich weiß nicht, wie viele Male ich dieses 2 Bücher habe mit 2 Wimmelbücher. Ich weiß, keine Ahnung, immer wieder im Schaukelstuhl auf dem Schoß bei mir gesessen und das und dann die Geräusche zu den Tieren noch gemacht und ja, total niedlich. Und dann, Alina, komm, Windel wechseln. Nein! Ein paar Minuten später, Alina, komm, wir wechseln die Windeln, ne? Du hast, ne, gepullert und komm. Nein! Und irgendwann mal habe ich einfach die Windel genommen, das Kind mir unter den Arm geklebt, die aufs Sofa geschmissen und schnell die Windel gewechselt. So schnell konnte sie gar nicht reagieren, wie ich dann ratzfatz fertig war. Ja, war aber wirklich super schön. Ich habe es richtig genossen, auch wenn ich danach kaputt war. Aber naja, war trotzdem super. Ein kleines Mädchen. Genau, und deswegen gab es kein Video gestern.
Ich habe einfach die Zeit eben, und danach, als meine Schwester da war, haben wir noch eine Zeit lang uns unterhalten, mit ihr da am Tisch gesessen. Und ja, deswegen habe ich einfach die Zeit mit meiner Familie verbracht. Und ja, genau, ihr Lieben, das war es jetzt von mir. Ich habe schon wieder länger gequatscht, als ich wollte. Das war jetzt das Video von heute. Einiges an Hausarbeit ist dabei. Ein kleiner Norma-Haul ist dabei. Einmal lecker kochen. Das Essen war übrigens super lecker. Die Soße war sehr, sehr gut. Und auch diese Puttenröllchen mit Spinat drin waren sehr, sehr lecker. Sind bei allen sehr gut angekommen. Also ist mir gut gelungen, also wer Interesse hat, nachmachen, wenn ihr sowas mögt. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ja, bin eigentlich im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Tag. Und jetzt setze ich mich noch an den PC, bearbeite dieses Video für euch. Und dann ist Feierabend, weil ich morgen wieder früh los muss. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann alle Daumen hoch, die ihr habt. Abonnieren nicht vergessen. Wer es noch nicht gemacht hat, auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es wieder was Neues gibt. Vor allem jetzt die nächsten Wochen ist es ja nicht hundertprozentig. Also falls dann was sein sollte, kommen sollte, werdet ihr benachrichtigt. Und ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!